Herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Heute wird das Spiel Bayern gegen Beşiktaş steigen. Und ich habe für euch die Champions League Booster wieder. Und ja, schauen wir mal rein. Erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Hier ist der Code. Wie im letzten Orakel. So, hier hätten wir dann Uysal von Beşiktaş. Und das ist schon das 1:0. 1:0 für Beşiktaş. Hier haben wir dann Harry Winks. Hier. Die spielen ja auswärts. Harry Winks. Pogba von Manchester United. Und Thiago Alcantara. So. Von Bayern München. Das ist das 1:1. Fängt ja schon gut an. Hier haben wir dann Klein von Liverpool. Was sind das für eine Defensiv Dynamo? Club. 100 Club XL. Boah. Jan Oblak von Atletico Madrid. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Spiel. Kommen wir zu den nächsten 25 Minuten in der ersten Halbzeit. Mal schauen, ob da noch was passiert. Hier wieder der Code. Mal schauen, ob ich was drehen muss. So. Hier hätten wir dann Emil Forsberg von Leipzig, die ja leider nicht mehr in der Champions League sind. Hier hätten wir dann Amrabat von Feyenoord. Hier hatten wir dann Gonalons von AS Rom. Hier haben wir dann keine Ahnung, ich sage den Namen lieber nicht. Hier ist Atletico Madrid. Und hier haben wir Arjen Robben. Das ist das 2:1 für Bayern München. Jawohl. Das gefällt mir. Und die letzte Karte ist dann Nacho von Real Madrid. 2016-17 Winnerskarte. Jo, erste Halbzeit und es fängt schon sehr gut an. Das ist 2:1 für der FC Bayern. Sehr, sehr cool. Und es geht weiter mit der zweiten Halbzeit. Hier wieder der Code für euch. Schauen wir mal, ob wir drehen müssen. Ja, auf jeden Fall. So, hier haben wir dann Augustin von Leipzig. Onyeku von Anderlecht. Hier haben wir dann Mignolet von Liverpool. Hier haben wir dann William von Chelsea. Hier haben wir dann Thomas von Atletico Madrid. Und die letzte ist Sergio Busquets UCL All-Star XL. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 25 Minuten in diesem Spiel. Macht Beşiktaş noch den Ausgleich oder macht der FC Bayern alles klar hier? Hier haben wir dann den Code. So, ich muss ja gucken, ob wir hier drehen müssen. Auf jeden Fall hier. Hier kommen geile Karten. Thiago Motta und Marco Verratti von Paris. Hier haben wir dann Balanda von Basel. Hier haben wir dann Juan Mata von Manchester United. Pjanic von Juventus.
Hier hatten wir dann Eric Bailey, oder ich denke mal, dass er so ausgesprochen wird, von Manchester United. Eine Defensiv-Dynamo-Karte. Und hier haben wir noch Paulo Dybala, 100 Club XL. Die sind ja mal richtig cool von Juventus. Ja, somit geht das Orakel 2 zu 1 für Beşiktaş aus. Das ist ein gutes Ergebnis und ich glaube, ich tippe das auch. Also ich tippe auch 2 zu 1. Was tippt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Stürmi. Ciao.